Programm für Donnerstag. Vergessen sind eure Oberarme so ein bisschen dicht wahrscheinlich, hoffentlich. Das heißt, heute gibt es ein bisschen mehr Cardio und wieder eher Beinfokus in der Hoffnung, dass ihr nach Montag wieder laufen könnt. Warm-up. Ihr fangt an mit 30 Sekunden Lizard Lunges. Das heißt, Fuß auf dem Boden, äußere Hand auf dem Boden, Ellenbogen Richtung Ferse runterbringen. Wenn ihr runterkommt, ablegen, ansonsten wie beim Andi ganz leicht wippen, dann dehnt ihr euch ein bisschen mehr. 30 Sekunden lang, dann 30 Sekunden Cossack Squats. Seitlicher Ausfallschritt, geht runter in die Dehnung, Standbein bleibt mit der Ferse auf dem Boden. Der andere Fuß darf gerne ein bisschen rotieren. Sehr gut. Dann kommen 30 Sekunden Russian Baby Makers. Das heißt, beugt euch nach vorne, genau, bringt die Hüfte runter, streckt die Beine wieder, bringt schön Spannung auf die hintere Kette. 30 Sekunden lang. Und dann noch ein bisschen was Schönes für den Puls. 30 Sekunden Mountain Climbers. Bauch ein bisschen durchbewegen, nach Mr. Glass. Puls ein bisschen hochbringen und dann macht ihr die vier Übungen nochmal durch, jeweils 30 Sekunden. Metcon, Kraftteil heute lassen wir weg, das war gestern genug. Metcon heute wird sein, dass ihr Death by Air Squats und Jumping Jacks, Hampelmänner, macht. Da das relativ langweilig ist, mit einer Wiederholung anzufangen, fangen wir direkt bei 10 Wiederholungen an. Das heißt, in der ersten Minute macht ihr 10 schöne Air Squats. Geht so weit runter, wie es eure Beweglichkeit bei Spannung zulässt. Im Optimalfall Hüftbeuge unterhalb vom Knie. Oben die Hüfte schön sauber aufmachen. 10 Wiederholungen in der ersten Minute, den Rest der Minute habt ihr Pause. Zweite Minute, jetzt sind es nicht mehr 10, sondern 11 und ihr macht Jumping Jacks. Das heißt 11 Jumping Jacks, dauert auch nicht so lange, den Rest der Minute habt ihr Pause. Minute 3 seid ihr bei 12 Air Squats. 12 Air Squats. Auch wieder relativ schnell, den Rest der Minute habt ihr Pause. Minute 4, von 12 geht es wieder auf 13, wieder Jumping Jacks. Genau. Dann die nächste Minute kommen 14 Air Squats, 15 Jumping Jacks, 16 Air Squats und so weiter. Eure Pause wird immer weniger, euer Puls wird immer weiter hochkommen, euer Laktat wird immer mehr werden in den Oberschenkeln. Und euer Workout endet dann, wenn ihr es nicht mehr schafft, in der Minute die vorgegebene Wiederholungszahl zu absolvieren. Danach, wie gesagt, beide sind relativ tot, Puls ist ziemlich weit oben, macht ein bisschen Active Recovery. Wenn ihr daheim Rudergerät, ein Bike habt, ganz gemütlich ausstrampeln, ausrudern oder einfach ein paar Minuten spazieren gehen. Viel Spaß!